Die Verärgerung lässt sich kaum zum Ausdruck bringen. Eine Bundesregierung, die sich dem Klimaschutz verschrieben hat und jetzt ausgerechnet beim Klimaschützen entschiedenen Güterverkehr kürzt, da fragt man sich, worüber denken die eigentlich noch nach? Fast 80% der Kürzungen im Verkehrshaushalt betreffen nur den Schienengüterverkehr. Also das ist die Vollkatastrophe, wenn diese Kürzungen also beschlossen werden sollten. Das wird Arbeitsplätze gefährden, es wird am Ende Preise erhöhen und wer wird die Rechnung bezahlen? Wir als Bürger, weil am Ende werden die Produkte teurer. Von daher fordern wir alle in der Koalition auf, davon Abstand zu nehmen, die Kürzungen nicht beim Schienengüterverkehr erfolgen zu lassen. Aber die Empörung der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ist riesengroß.